Ja, liebe Wiener Fans, wir sind jetzt hier im Sieveringer Friedhof. Wir haben lange das Grab von Karl Pekaner gesucht. Karl Pekaner war der erste Legionär, der nach England gewechselt ist als Torhüter. Hat ca. 1900 bei der Wiener debütiert, kommt ursprünglich aus Oberlau, hat damals noch nicht zu Wien gehört und hatte die erste Zeit bei der Wiener kein leichtes Leben. Er hat nämlich keinen geringeren als Karl Molisch als Konkurrenten im Tor gehabt und ist auch durch eine Verletzung von Molisch ungefähr um 1900 zu seinem ersten Wiener Einsatz gekommen, hat sich aber sehr gut entwickelt als Torhüter, hat eine gute Technik und ist danach immer öfter im Tor der Blau-Gelben eingesetzt worden. Zum 10-jährigen Jubiläum der Wiener 1904 hat man ein Turnier veranstaltet, hat Gastmannschaften eingeladen, unter anderem auch die Rangers aus Glasgow, und Karl Pekaner hat die Rangers mit seinem Torhüterspiel sehr beeindruckt. Man hat ihm danach einen Profivertrag angeboten in Schottland. Er hat eine Zeit lang gezögert, hat aber dann 1904 doch die Chance ergriffen und ist auf die Insel gewechselt. War damit der erste Profi, hat damals 3 Pfund die Woche bekommen, das war ziemlich viel Geld, und hat sich dort vor allem technisch sehr stark weiterentwickelt. Das Torhüterspiel ist dort sehr stark ausgeprägt. Es gibt harte Attacken gegen die Torleute, das war er aus Wien nicht so gewohnt, hat aber schnell dazugelernt und hat hier wirklich sehr gute Leistungen gezeigt. Ist unter anderem auch 1904, 1905 zu Schottlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Ist danach dann zurückgekehrt und hat nachher auch wieder für die Wiener gespielt, beziehungsweise ist dann auch nach Deutschland gegangen, hat zunächst bei Wacker München gespielt und später auch beim FC Bayern München. Bei Bayern München war er auch sehr erfolgreich, hat dort niemand anderen als den damaligen Nationaltorwart Ludwig Hofmeister von seinem Posten verdrängt. Ist dann auch während der Zeit des Ersten Weltkriegs in München geblieben, hat unter anderem auch ein Sportartikelgeschäft geführt, hat sich da also auch ein zweites Standbein schon erarbeitet. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist er wieder zurück nach Wien gekommen, ist aber nicht zu den Wiener gewechselt, sondern zu Slovan, hat dort dann seine Karriere ausklingen lassen und war in den 20er Jahren dann in Deutschland Trainer, unter anderem auch bei Alemannia Aachen. 1926 hat er einen schweren Schicksalsschlag hinzunehmen gehabt, er hat einen Schlaganfall erlitten und ist danach im Rollstuhl gesessen. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, dass er auch weiterhin sich für Fußball und für die Theorie des Fußballspiels, vor allem des Torhüterspiels, interessiert hat. Er hat auch eine Fachpublikation herausgegeben, die gibt es heute auch in den Bibliotheken noch zum Anschauen. Sehr interessant, ist aber dann 1946 verarmt und vergessen in Wien verstorben, was eigentlich sehr schade ist, dass man diesen ersten großen Torhüter nicht mehr gewürdigt hat zu Lebzeiten. Wir stehen jetzt, wie gesagt, hier am Grab von Karl Pekaner. Der Grabstein wird gerade hergerichtet, darum liegt er jetzt hier am Grab und ist noch nicht aufgestellt.